Hallo liebe Leute, willkommen bei Temple of Own. Für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, Temple of Own ist ein YouTube-Kanal, das sich mit den Fragen beschäftigt, was ist Selbstoptimierung, was ist Biohacking, wie optimiere ich mich selber und was hat das Ganze mit Spiritualität zu tun. Es geht um metaphysische Themen, es geht um philosophische Themen, es geht letzten Endes um das Sein an sich. Ich habe in den letzten Videos, wo es einmal um Neuromaster ging, wo es beim zweiten Mal um Forbose ging und das dritte Video Lion's Mane hatte als Thema, habe ich meine Alltagsroutine mehr oder weniger offengelegt, vorgestellt, meine Erfahrungen erzählt, erläutert und oh Wunder, ich benutze alle drei Produkte gleichzeitig, denn sie eignen sich perfekt und ergänzen sich perfekt. Und ich wollte einfach mal meine Erfahrungen nochmal schildern, wie ich diese Dreierkombi benutze im Alltag, was es für mich gebracht hat und wie man eventuell den Nutzen daraus ziehen kann. Fangen wir mal bei Neuromaster an. Wie ich euch erzählt habe, ist die Hauptzutat die Kaffeefrucht. Das heißt die Kaffeekirsche, wenn man so will. Und da wird eben ganz besonders das Extrakt benutzt, was den wunderbaren Effekt hat, dass es die Neurogenese stimuliert. Im anderen Wortkontext auch BDNF-Wert, Brain-Derived Neurotrophic Factor. Und laut Hersteller, denn der hat sehr viele Informationen darüber rausgegeben, Bulletproof, bewirkt, dass Kaffee-Arabica-Extrakt, dass die Nervenzellen um das Vierfache stimuliert werden in der Entwicklung. Also im Prinzip ist es so, dass jede Handlung, die man im Leben tut, vor allem wenn es körperlich ist, die Nervenzellen stimuliert zu wachsen, sich zu entwickeln, sich zu erneuern. Und dieses Produkt kann viermal so viel stimulieren wie ein Workout zum Beispiel, wie eine Trainingseinheit. Und ich für mich persönlich kann sagen, ja, da ist was dran. Ob es alle anderen auch so verspüren, weiß ich nicht. Aber ich persönlich merke, dass dadurch langzeittechnisch, wenn man es über längere Zeit einnimmt, Wachstumsfaktoren einfach hochgefahren werden. Ich für mich habe diese Besonderheit einfach bemerkt. Und man verspürt davon eine geistige Klarheit. Man kann schon nach einer halben Stunde spüren, wie das wirkt. Es ist ähnlich wie wenn man Espresso trinkt, nur man hat da eine ganz besondere Klarheit, da kommt noch ein Gefühl dazu. Und wie gesagt, ich tue seit 12 Jahren Nahrungsergänzungsmittel testen und schreibe auch Buch. Ich habe, wie gesagt, auch unzählige Studien schon durchforstet. Ich habe eben gemerkt, dass die eigene Erfahrung am meisten zählt, weil jeder Körper anders gestrickt ist, jedes Nervensystem anders gestrickt ist, jeder Stoffwechsel anders funktioniert und einfach die eigene Erfahrung für einen selber am meisten bringt und vielleicht auch für andere Menschen, denn sie können dann einfach besser differenzieren, meiner Meinung nach. Und ja, man hat definitiv eine Klarheit, die sich so nach einer halben Stunde, 40 Minuten einstellt und die so 4 bis 5 Stunden anhält. Eine Stunde, nachdem ich dieses Produkt genommen habe, zusammen mit einem Kaffee, komme ich zu diesem Produkt. Das ist Forbose. Das ist auch ganz interessant.
Denn das besteht einmal aus Deribose und zum zweiten Mal aus Coleus Foscoli, was eine Art ayurvedische Medizin da ist für Herzkrankheiten, für Chronic Fatigue Syndrome. Das gab es nämlich schon immer bei Menschen. Also für Müdigkeit, Gegenmüdigkeit. Es erhöht bei mir definitiv die sportliche Leistung. Und ich nehme es gerne eine Stunde nach diesem Produkt, weil ich die Wirkung der einzelnen Produkte sehr gerne erstmal spürbar haben will. Ich schreibe ja Buch und ich schreibe meine Erfahrungen immer auf und deswegen mache ich das so. Aber ich habe gemerkt, wenn man jetzt die zwei Sachen gleichzeitig nimmt, wirkt es genauso gut. Also die behindern sich jetzt nicht gegenseitig, im Gegenteil. Ich glaube eher, das verstärkt sich sogar. Denn Forbose, wie gesagt, besteht aus Deribose und ich habe auch das Gefühl, dass Coleus Foscoli dafür sorgt, dass dir die Deribose direkt an die Zelle gelangt. Direkt transportiert wird, ohne Umwege. So kommt es mir vor, so verspüre ich es. Und ich benutze die sehr gerne vor dem Training, bei Diäten. Und das ist so eine Art Nahrung für die Mitochondrien. Also dadurch kann man definitiv bewerkstelligen, dass die Mitochondrien genug für Energie haben, also zum Energie produzieren. Ich finde das sehr gut. Und deswegen benutze ich sie jeden Tag in meiner Routine und ich finde die beiden in Kombination sehr, sehr gut. Ich werde jetzt gleich nochmal auf die Wirkung eingehen. Das dritte, was ich nehme, ist Lion's Mane. Das nehme ich gerne nach einem Workout, nach einem Arbeitstag, nachdem ich eben High Performance gebracht habe und mich daheim entspannen kann, die Füße hochlegen kann, eine Serie reinmachen kann. Oder einfach entspannt daheim bin auf meiner Hängematte und. Dieses Produkt hat ebenfalls oder soll ebenfalls die Wirkung haben, den BDNF-Wert zu erhöhen, beziehungsweise Wachstumsfaktoren einfach hochzufahren, synaptische Vermehrung, synaptische Wachstumspotenziale hochzufahren. Und wie ich im letzten Video schon erklärt habe, ich finde, ich bin neugieriger dadurch geworden. Ich mag es zu experimentieren, noch mehr als ich von Natur aus diesen Fable habe. Ich mag den Geschmack, denn es schmeckt nussig, mild. Und ja, Leute fragen mich manchmal, woher willst du wissen, dass es funktioniert? Ich sag immer so, im Schlaf passiert ziemlich viel. Das habe ich auch in einem meiner Videos erzählt. Und seitdem ich dieses Produkt hier nehme, in Kombination mit diesen beiden anderen hier, habe ich sehr verrückte Träume. Was darauf zu schließen ist für mich, in meiner Logik, dass da einfach im Gehirn ziemlich viele Verschaltungen sich neu entwickeln und sich dadurch auch ganz neue Nervennetzwerke bilden. Und ja, es ist auf jeden Fall, was lustigerweise ist, viel mehr sexuelle Träume, als ich davor hatte. Also sehr symbolische Träume auch. Also ich habe auch ein Traumtagebuch, das schreibe ich auch jeden Morgen auf. Denn damit träumt man definitiv jede Nacht. Ich auf jeden Fall. Und ich muss wirklich, wirklich sagen, die Traumaktivität ist um einiges krasser geworden. Vor allem ist es jedes Mal, kann man sagen, luzider Traum. Also es ist wie in dieser Realität und ich muss sagen, ja, sehr symbolisch, definitiv. Ja. Es macht irgendwie alles Sinn, so wenn man Retrospektive betreibt. Und das ist auch noch ein Punkt, mit diesem Produkt hier, wenn ich jetzt zum Beispiel Feierabend habe, mich in meinem Wohnzimmer zurücklehne, mir eine Pipette davon gönnen, mich zurücklegen und einfach den Tag Revue passieren lassen, eine Retrospektive machen, Retro zurückblicken, dann kann ich mich besser in die Sachen reinfühlen. Also das ist eine wundersame Substanz für mich, um mich in vergangene Situationen nochmal reinzufühlen, das aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch bilden sich auch enorm viele synaptische Bindungen einfach.
Mit diesem Produkt hier kann man sich auch super in aktuelle Aufgaben reinfühlen. Also ich habe davon auch sehr profitiert, indem ich mich in Klienten in Situationen reinfühlen konnte und eben besonders Verständnis aufgebaut habe. Ich habe auch das Gefühl, dass einfach dadurch viel Potenzial drin steckt. Und ja, das ist mein Stack. Ich baue das definitiv jetzt permanent in meine Routine, in meine Alltagsroutine mit ein. Die zwei Sachen am Morgen vor dem Mittagessen und das so gegen Feierabend, so gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr gönne ich mir eine Pipette und ich fahre sehr gut damit. Also ich bin einfach viel mehr im Moment. Man muss auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel meine Videos bis jetzt gesehen hat, ich mache alles raw, also das ist alles fresh, das ist alles spontan, das ist alles improvisiert, habt ihr ja bestimmt auch schon gemerkt. Und seitdem ich diese Mittelchen, diese Natursubstanzen zu mir nehme, die übrigens frei verkäuflich sind und gut tun, meiner Meinung nach, mir jedenfalls, habe ich einfach Lust, dieses tolle Wissen weiterzugeben. Und das mache ich auch. Und wenn man jetzt schon mal dabei sind, natürlich, ich bin vom Beruf Ernährungsberater, also ich bin so ein richtiger Foodie, schon seit meinen jüngsten Teenagerjahren. Ich interessiere mich einfach für Ernährung, für alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Und meine Ernährung ist halt wirklich auf mich optimiert, jetzt in meiner Lebensphase. Also ich bin sportlich sehr aktiv, ich bin arbeitstechnisch sehr aktiv. Ich coache gute Leute, viele Leute. Ich hatte letztes Mal zum Beispiel einen Manager von einem Freizeitpark. Und ich muss wirklich sagen, ich habe einen Monat lang gebraucht, um rauszufinden, wo bei ihm das Problem liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob er genannt werden will, deswegen erwähne ich einfach den Namen nicht. Aber Grüße gehen raus. Ich konnte ihm helfen, seine Ernährung anzupassen, indem ich eben bestimmte Lifehacks ihm nähergebracht habe, die er auch angenommen hat. Manches hat nicht funktioniert, manches hat sehr gut funktioniert und das tut er bis heute anwenden und es funktioniert wunderbar. Er hat Spaß, er hat Libido, er hat wieder Leistungsstärke, er geht wieder gerne arbeiten, er hat wieder Lust mit Leuten zu reden, er hat Lust mit seinen Kindern was zu unternehmen und er hat abgenommen, er schläft wieder gut. Schlaf ist sehr wichtig, darum wird es auch in unserem oder in meinem Kanal gehen. Und er hat vielleicht nicht genau diesen Stack hier benutzt, weil das ist mein persönlicher Stack. Bei ihm waren 2 oder 3 Produkte mehr dabei. Aber nichtsdestotrotz, es hat sehr gut funktioniert. Wie gesagt, meine Ernährung ist auf mich optimiert. Ich habe natürlich eine sehr Omega-3-lastige Ernährung. Und dazu werde ich auch noch ein Video machen. Wenn ihr auch geistige Nahrung braucht, werde ich unter diesem Video auch Produkte verlinken, wo es um super schöne Lektüre geht im Bereich Biohacking, im Bereich Reality Creation. Also wie verändere ich meine geistige Einstellung, um meine Ziele zu erreichen. Spirituelle Bücher, um die Perspektive zu verändern. Und vielleicht noch 2, 3 andere Sachbücher, einfach damit ihr ein breites Wirkspektrum im Verständnis einbauen könnt, wie die Realität so ungefähr für einen funktionieren könnte. Denn die Realität, die ist so breit gefächert, man kann sie einfach nicht in einem Video erklären, man kann sie einfach nicht in ein Buch aufschreiben oder so. Aber wenn man aus mehreren Bereichen Informationen sammeln kann, dann hat man doch einfach einen besseren Blick auf die Realität. Und Dave Asprey, der Erfinder von Bulletproof,
hat selbst auch Bücher geschrieben. Ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, ist Game Changers. Da geht es eigentlich darum, Dave Asprey hat einen Radiosender oder einen Podcast, wo er eben Game Changers einlädt, Entrepreneure einlädt, High Performer aus dem Silicon Valley einlädt und eben fragt, was ihre Geheimnisse sind. Die meisten bringen ihre Food Hacks, ihre Ernährungstipps, ihre Meditationstipps, ihre geistigen Hilfen. Und das ist alles in dem Buch vorhanden und ich habe sehr viel davon lernen können. Ich habe sehr viel auch ausprobieren können. Da sind sehr gute Tipps dabei für den Alltagsmenschen und auch für den eigenen Alltag, für den Durchschnittsmenschen, für Leute, die selber High Performance bringen wollen, die glücklicher sein wollen im Leben, die abnehmen wollen im Leben. Dave Asprey hat auch sehr viel mit Ernährung gespielt. Das bedeutet, er hat natürlich auch ein Buch über Ernährung. Das nennt sich die Bulletproof Diet. Das ist unter anderem auch, man kann es eigentlich auch mit meinem Coaching vergleichen, denn mein Coaching, im Prinzip ist die Bulletproof Diet eine Art Steinzeitdiät in moderner Form. Das heißt, es gibt da viele Lifehacks, die in moderner Version sind und anwendbar sind. Und so läuft mein Coaching eben auch ab. So habe ich eben diesen Manager auch gecoacht. Und es hat ihn sehr viel gebracht, definitiv. Man muss auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass er keinen Kuchen mehr isst oder keine Pizza mehr isst oder keine Pommes mehr isst oder sonst Schokolade oder sonst irgendwas. Er isst alles, was er essen will, nur nicht jeden Tag. Also darum geht's, dass man trotzdem noch im gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, aber dass man es nicht übertreibt und dass man ein Bewusstsein für seinen eigenen Körper aufgebaut hat. In diesem Kanal wird es auch viel um die Selbsterkenntnis gehen und ich werde eben auch Kurse anbieten, wie man zu sich selber kommt, wie man sich selber fühlen kann, in sich reinfühlen kann, den Körper fühlen kann. So, wenn man jetzt solche tollen Produkte probiert, dass man spürt, tun sie mir gut oder tun sie mir nicht gut. Das ist in jedem Menschen vorhanden, das kann jeder Mensch, nur man muss es trainieren wie ein Muskel. Und das werde ich auch bald anbieten. Ich werde auch ein paar Videos über dieses Thema definitiv noch droppen. So, Leute, wie gesagt, ich würde mal sagen, wenn der Körper genug Bausteine hat, denn das Gehirn besteht aus DHA, das ist ein Bestandteil von Omega-3-Fettsäuren. Wenn der Körper Wachstumsfaktoren hochfährt, wenn der Körper genug Energie hat zum Verbrauchen, zum Verbrennen, wenn der Körper dann Entspannung sucht und nochmal über einen anderen Wirkmechanismus Wachstumsfaktoren hochfährt von synaptischer Netzwerkbildung, kann man sagen, dass man auf einer neuen Erfahrungsstufe ist. Ich definitiv. Und wenn ihr auch eine neue Erfahrungsstufe erreichen wollt in eurem Leben, dann würde ich euch sagen, klickt auf den Link in der Beschreibung, da findet ihr die Seite Life Healthy und da könnt ihr euch einkaufen mit solchen tollen Produkten und einfach mal testen. Es schadet nicht, es ist natürlich, 100% natürlich und es hat so gut wie keine Nebenwirkungen, überhaupt keine Nebenwirkungen eigentlich. Also nochmal so für meine Logik, wie dieses Deck eigentlich funktioniert. Ich stehe auf, warte eine halbe Stunde und gönn mir erstmal Neuromaster, eine Kapsel mit einem Kaffee. Das ist so eine Art Aktivierungsknopf für mein Nervensystem. Und das spürt man auch, denn man fühlt sich sehr wach, sehr aktiviert. Und man spürt richtig, dass der Strom fließt. Nach einer Stunde gönne ich mir Forbose, also Deribose. Ich gönne meinen Mitochondrien die Bausteine, um Strom zu produzieren. Die beide funktionieren wunderbar zusammen. Ich habe einen richtig guten Fokus davon. Wenn ich einen Tag, einen ereignisreichen Tag voller lehrreichen Situationen habe, wo ich auch retrospektieren kann, wo ich wirklich nach hinten schauen kann,
gönne ich mir Lion's Mane, was eben auch das Nervensystem aktiviert, aber auf eine andere Art, auf eine ruhigere Art und was eben auch synaptische Bildung unterstützt, auf einem anderen Weg als das. Denn das wirkt ja aktivierend, ungefähr wie Workout-mäßig wirkt es. Und das wirkt eher entspannt, aber auch aktivierend. Und diese Kombo funktioniert sehr gut bei mir. Und ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein, Leute. Wie gesagt, man hat verrückte Träume davon, aber man kann gut schlafen, muss ich sagen. Definitiv. Libido leidet auch nicht drunter, jedenfalls bei mir nicht. Und wie gesagt, jeder Mensch ist anders gestrickt. Die Sache ist auch, dass die Ernährung natürlich das A und O ist. Also ich gebe ja auch keine Ernährungstipps oder so. Sollte die Ernährung passen, optimiert sein auf euch, sodass ihr keine Mängel habt, Mineralien und Vitamine, Spurenelemente, die richtigen Makronährstoffe, dann können solche Stoffe tatsächlich unterstützend wirken. Und ich lege euch das ans Herz. Ja, jetzt bin ich wirklich fertig, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, wann immer ihr das angeguckt habt. Gehabt euch wohl, allen Segen und macht's gut!